Mit viel Schwung in den Frühling. Endlich spielt das Wetter mit, werden die Räder aus den Kellern geholt und spontan für einen Ausflug genutzt, wie hier in Berlin. Fantastisch, man muss sich nur eincremen, damit man keinen Sonnenbrand kriegt, besonders am Wasser hier. Es geht schnell, ist nicht anstrengend, die Sonne scheint und man kann in kürzester Zeit eigentlich Berlin erkunden. Weil es toll ist, man kommt schnell durch die Stadt und man macht noch ein bisschen Sport dabei. Und obwohl rein rechnerisch jeder Deutsche bereits ein Fahrrad besitzt, wollen laut einer aktuellen Umfrage 23% noch dieses Jahr ein neues kaufen. Hoch im Kurs stehen E-Bikes. Bereits im vergangenen Jahr hatten von rund 4,7 Millionen verkauften Rädern knapp die Hälfte einen elektrischen Antrieb. Doch die Nachfrage ist derzeit größer als das aktuelle Angebot. Das liegt vor allem an den meist aus Asien importierten Komponenten wie Rahmen, Schaltungen oder Elektromotoren, die derzeit in irgendwelchen Schiffscontainern auf unbestimmte Zeit festhängen oder Corona-bedingt erst gar nicht produziert werden. Viele Händler müssen ihre Kunden vertrösten. Wenn ein Fahrrad eine Bremsscheibe hat und die Bremsscheibe ist nicht lieferbar, ist das Fahrrad zu 98% fertig, steht beim Hersteller, nur der kann die Bremsscheibe nicht einbauen und dann kann er es auch nicht ausliefern. Wer trotzdem unbedingt sein Wunschrad haben will, muss wohl etwas Geduld mitbringen. Oder kompromissbereit sein und seine Ansprüche etwas herunterschrauben. Und anstatt sich darüber zu ärgern, lieber, sobald es geht, aufs neue Bike steigen und losfahren. Denn Radeln ist ein Stresskiller, wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus.